Hallöchen Leute, es wird neue Zeit für ein kleines Special. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe meinen View-Rekord geknackt. Das wird wahrscheinlich für einige von euch der unteren interessant, glaube ich, sein. Aber auf jeden Fall ist mein aktueller View-Rekord an einem Tag 338 am 7.6.12. Vorher war hier, und zwar am 7.11.2011. Und zwar waren diese vielen Aufrufe dadurch entstanden, dass das ein verwandtes Video war von einem Video, das ungefähr 20.000 Videoaufrufe oder so hat, vielleicht auch mehr. Und dadurch sind diese Aufrufe hier entstanden, und zwar war es dieser Part hier, der Call of Duty Teil, also ja, der heißt Einbruch bei Google Part 5, Modern Warfare. Und da sieht man auf einmal schlagartig 00100010. Ja, auf jeden Fall hier nicht atemberaubend an Views. Aber dann auf einmal, an einem Tag, zack, 124 Aufrufe nach oben. Und hier nochmal ein paar Aufrufe weiter nach oben. Und dann ja, ist es wieder gesunken. Anscheinend ist das verwandte Video durch ein anderes verwandtes Video ersetzt worden. Und dadurch ist es jetzt hier ein bisschen gesunken. Und ja, jetzt geht es gar nicht mehr voran. Bis hier, da gibt es vielleicht ein paar Einser-Aufrufe, aber ja, Großteil nichts Großes mehr. Dieses Video hat auch 730 Aufrufe insgesamt. Und ich habe noch was zu sagen, und zwar zeige ich euch mal schnell die Aufrufanzahl an. Moment, jetzt muss ich ein bisschen hochscrollen. Moment, Berichte zu Aufrufen, Aufrufe. Und zwar, nee, das nicht, das auch nicht. Moment, ich muss mal kurz schauen. Ach so, das ist nur das Ding, dann lösche ich das mal schnell. So, jetzt. Und jetzt gehen wir mal auf, ich glaube, ich pausiere schnell. Ich glaube, das wollte ja nicht, wenn ich da rum schaue. So, hier seht ihr die Aufrufe an meinen Videos. Und zwar ist es auffällig, dass sehr viele Yu-Gi-Oh! Ja, drin sind in den Top 10. Die letzten 8 und 9 sind auch Yu-Gi-Oh! Ja, also kann man sagen, ihr seid wohl ziemliche Yu-Gi-Oh! Liebhaber. Außer hier Teamfight ist auf 4 und das ist hier noch Call of Duty, das ist dieser Part hier. Ja, bin ich ganz überrascht, dass ihr so sehr Yu-Gi-Oh! Macht. Also das Let's Play hat mir nicht so viel Spaß bereitet, aber euch scheint es sehr viel Spaß gemacht zu haben, was mich sehr wundert. Ich hatte eher gedacht, na gut, ein bisschen Yu-Gi-Oh!, ne, Charlotte, na, kein, ne, wahrscheinlich wird es nicht so toll, aber anscheinend war es für euch doch ein richtiges, tolles Let's Play. Hat auch sehr viele Aufrufe, 1000 hier bis 542 und die weiteren sind wahrscheinlich auch noch Yu-Gi-Oh!, die nächsten 20. Respekt, und aus diesem Grund habe ich etwas gemacht, aber gleich mehr dazu. So, und zwar habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt in jedem Yu-Gi-Oh! Video als kleine Belohnung für euch, weil ihr brav meine Let's Plays geschaut habt, habt einen Link reingetan, der zu einer Seite führt, pokito.de heißt die, wo ihr alle Yu-Gi-Oh! Folgen anschauen könnt. Als kleines Dankeschön, weil ihr meine Videos geschaut habt. Hier seht ihr alle Videos auf der Seite. Die Seite heißt pokito.de. Das ist die offizielle Seite von RTL2, schätze ich mal. Und da könnt ihr alle Videos von Yu-Gi-Oh! Anschauen. Selbstverständlich auch ja, kostenlos, ohne jetzt Werbung machen zu müssen. Als kleine Belohnung, weil ihr meine Let's Plays Yu-Gi-Oh! Gesehen habt. Gut, was gibt's noch zu sagen? Ja, dann möchte ich mich noch einmal bedanken. Danke fürs Schauen meiner Videos. Inzwischen habe ich 28.000 Videoaufrufe. Allein die Hälfte davon war Yu-Gi-Oh! Also das, ja, das war richtig ein gutes, ja, ein richtig gutes Let's Play, muss ich sagen. Und ich werde ein neues Let's Play Yu-Gi-Oh! Irgendwann mal starten, demnächst auch. Wahrscheinlich, wenn ich Cryostasis oder Minecraft fertig habe. Und dann wird ein neues Yu-Gi-Oh! Let's Play gestartet und das wird auch länger sein als das, was wir gemacht haben und noch viel besser versprochen. Also dann bleibt mir treu, Leute,
bis zum nächsten Video. Bis dann, Servus.